Oje, Mini. Was hast du denn? In letzter Zeit fahren viele Leute aus dem Ausland auf unseren Straßen und es gibt oft Situationen, wo ich denke, Mann, wie gefährlich. Zum Beispiel? Sie fahren einfach über die Kreuzung, ohne vorher kurz angehalten zu haben. Es lief mir kalt den Rücken herunter, als einer auf der verkehrten Straßenseite fuhr. Wie kann denn das passieren? Vielleicht, weil im Ausland viele Regeln anders sind als in Japan, denke ich. Was für Regeln? Im Ausland herrscht oft Rechtsverkehr. Aber in Japan Linksverkehr. Das ist einer der Hauptgründe. Wenn die Fahrtrichtung umgekehrt ist, muss man besonders gut aufpassen, nicht wahr? Besonders beim Rechtsabbiegen kommt man durcheinander und fährt plötzlich auf der rechten Spur. Aber man muss ganz bewusst auf der linken Seite fahren. Aber die Ampeln haben doch in allen Ländern die gleiche Bedeutung, oder? Die Form der Ampeln kann zwar anders sein, aber für alle Länder gilt, bei Rot und bei Gelb soll man anhalten, bei Grün kann man weiterfahren. In Japan sind die Ampelfarben von rechts nach links in der Reihenfolge Rot, Gelb und Grün. Bei Rot unbedingt anhalten. Wenn es grün wird, weiterfahren. In einigen Ländern darf man bei Rot aber abbiegen, nicht wahr? Ja, aber in Japan darf man bei Rot nicht abbiegen. Deshalb sollte man darauf besonders achten. Aber wenn ein grüner Pfeil erscheint, dann kann man in diese Richtung auch während der Rotphase abbiegen. Aber trotz dieses Verkehrszeichens muss man besonders gut aufpassen. Also, es wäre wünschenswert, wenn solche Verkehrszeichen bewusst wahrgenommen würden. Zum Beispiel dieses Verkehrszeichen bedeutet, dass man nur geradeaus oder nach links fahren darf. Wenn man nach rechts abbiegt, ist das ein Verstoß gegen die Verkehrsordnung. Und dieses Verkehrszeichen bedeutet, dass man nur geradeaus fahren darf. Es ist wichtig, beim Fahren die Richtung der Pfeile genau zu beachten, nicht wahr? Stimmt. Und vor allem, dass sich Ausländer das Verkehrszeichen kurz anhalten merken. In anderen Ländern gibt es doch viele achteckige Warnschilder. Hier in Japan gibt es dieses Schild. Vielleicht ist es schwer zu verstehen, weil es auf Japanisch geschrieben ist. Aber guck mal, unter dem Japanisch steht auf Englisch Stopp. Ich möchte, dass Sie sich merken, ein auf der Spitze stehendes rotes dreieckiges Verkehrsschild bedeutet kurz anhalten. Wenn dieses Schild für kurzes Anhalten nicht beachtet wird, nehmen auf jeden Fall die Verkehrsunfälle zu, nicht wahr? Ja, das stimmt. Weil die Nichtbeachtung sehr gefährlich ist, sollte man diese Verkehrsregel auf jeden Fall einhalten. In welchen anderen Fällen kommt es auch noch leicht zu Verkehrsunfällen? Vor allem natürlich beim Rechtsabbiegen. Autos, die geradeaus fahren, haben Vorfahrt. Auch wenn man schon mit dem Wagen auf die Kreuzung gefahren ist, muss man vor dem Rechtsabbiegen so lange warten, bis der Wagen aus der Gegenrichtung vorbeigefahren ist. Es ist sehr gefährlich, wenn man vorzeitig rechts abbiegt und der aus der Gegenrichtung kommende Wagen, der Vorfahrt hat, nicht anhält. Und nach dem Abbiegen auf jeden Fall daran denken, auf der linken Fahrbahn zu fahren. Außerdem ist es verboten, angetrunken zu fahren oder während der Fahrt mit dem Handy zu telefonieren oder das Smartphone zu benutzen. Das ist nicht nur in Japan, sondern auch in fast allen anderen Ländern verboten, nicht wahr? Es ist auch zu überprüfen, ob der eigene Führerschein in Japan gilt. In Japan sind zwar die internationalen Führerscheine von Ländern, die dem Genfer Abkommen beigetreten sind, anerkannt, aber internationale Führerscheine nach dem Wiener Abkommen nicht. Mit einem Führerschein, der im eigenen Land oder von der eigenen Gemeinde ausgestellt wurde, kann man, wenn eine japanische Übersetzung beigefügt ist, auch in Japan fahren. Ach ja, so ist das. Man sollte sich vergewissern, ob man mit dem im eigenen Land oder von der eigenen Gemeinde ausgestellten internationalen Führerschein oder der Fahrerlaubnis in Japan fahren darf. Ja, und wenn man in Japan fährt, gibt es vieles, an das man nicht gewöhnt ist. Deshalb sollte man immer besonders vorsichtig sein. Und falls man einen Unfall verursacht hat, sollte man unter der Rufnummer 110 die Polizei benachrichtigen. Und wenn es Verletzte gibt, sollte man unter der Rufnummer 119 einen Rettungswagen rufen. Ich kann keinen Verkehrsunfall brauchen. Deshalb haltet bitte die Verkehrsregeln ein und fahrt unfallfrei. Viel Spaß in Japan!